Ja, Edward Fontaine! man schaut mal kurz dahin und grinst einfach nur. Hoffentlich geht das gut. Los, komm, Ihr könnt Kasim, such sehen, mir mal wie deinen sich Schuh. die Schildkröte bewegt, langsam, wie eine Schildkröte eben nun mal so ist. Und als Ephedaios aus dem Wasser nach oben kommt mit dem Kopf, kannst du sehen, dass sich ein Wesen anstarrt. Es hat einen Hahnenkamm auf den Kopf und das ist keine Schildkröte. Kampf Okay, dann. im Wasser. Es greift dich an. Du kannst stehen, aber das, ja, gut, interessiert dann nur dich. Das Ding selber hat keine Einbußen. Ja, ich habe durch meine Sonderfertigkeit im Stehen, glaube ich, auch keine Einbußen. Okay, ja genau, weil du die. Ich glaube, die Erschwernisse sind halbiert oder sowas. Ist egal. Muss gerade mal gucken. Lebenspunkte, je nach Alter. Wir würfeln mal das Alter aus. Gib mir mal ein W100. Wie mache ich das? Slash 1D100? Du kannst Kannst den auf den D10 D10 nehmen. klicken. Genau, den Und dann D10 kannst du sieht nehmen. man so ein Prozentzeichen, das ist der W100. Der Entschuldigung, ich habe W10. es nicht gecheckt. Ich nehm Den, auf, D10. Was mache ich auf damit? den W10 mit der Maus drüber hubern, dann rechte Maustaste und dann auf das Prozentzeichen klicken. Ah, okay. Dann hast du W100 in der Hand und schmeißt einfach genau. Ja, das sind 80 dann, oder? Okay, dann ist das Ding ziemlich alt und hat dementsprechend auch viele Lebenspunkte. Du kannst sehen, wie es nach dir schnappt, nach deiner Hand. Oh ja. Was denn? Der FH ist eine einhändige Waffe, da hat er Glück. Den habe ich ja nicht dabei. Kannst du es versuchen, das tot zu ringen? Mit dem Panzer ist das bestimmt eine gute Idee. Ja, es würde nach dir schnappen und trifft. Also jetzt meine Möglichkeiten ausreichen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn er ausweichen möchte im Wasser, kann er das gerne tun. Er schnappt ja mit dem Kopf nach mir, dann möchte Ja. ich dem Ding einfach einen Haken verpassen. Also ich möchte das erstmal also ringmäßig parieren. Gut, das heißt halben Schaden kassieren, wenn deine Ringparade gelingt. Außer er hat Eisenarm. Habe ich nicht. Ja. Hündchen, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ja, pariert, halber Schaden. Ja, du hältst dann, also das Ding schnappt zu. Das ist auch eine ziemlich lange Zunge. Das sieht eher aus wie eine Schlangenzunge, so in der Mitte gespalten. Und das ist auf gar keinen Fall irgendeine Schildkröte, die dir jemals über den Weg gelaufen ist. Was auch immer da jetzt ein Harnsträger ist, aber Bredigen hatte ich davor gewarnt. Du kannst den schnappenden Kopf abwehren, schlägst es einmal zur Seite, bekommst dabei allerdings die Zunge an deine Faust, mit der du es jetzt abgewehrt hast, und ein stechender Schmerz fährt durch deine Hand. Scheiße, was ist das denn? Was möchtest du tun? Ja, wie kriege ich erstmal den Schaden? Oder weiß ich Nein, es sag nicht? ich dir nicht. Okay. 3, Mistding! 2, 1. Ich schwimme zurück, ich schwimme zurück. Ich ja, versuche so mit den Armen so einen Ja, Bruststil rückwärts. ich weiß, was du meinst. Du lässt dich auf den Rücken fallen und versuchst hindurch zu, oder nicht hindurch, sondern an ihm weg zu paddeln, auf dem Rücken liegend. Bekommst aber allerdings nochmal einen Angriff in den Fuß, wenn du jetzt gerade versuchst, von ihm abzuhauen. Es ist relativ langsam, aber in dem Wasser, in seinem Element, dementsprechend wirst du noch einmal getroffen werden. Und kannst da auch wieder ein widerliche Schaben über deinen Fuß spüren, dass dir die Schuhe noch nicht wieder angezogen und auch da bleibt eine hässliche Wunde zurück. Dann eine Schwimmprobe bitte von dir, um dich durch das Gewässer zu bewegen. Ihr könnt sehen, wie sich eine gelbe Wunde vom Fuß von Ephadaios ausbreitet und er jetzt durch diesen kleinen Tümpel hindurch schwimmt. Also was heißt Tümpel? Das Wasser ist natürlich kristallklar, beziehungsweise färbt sich jetzt gerade gelb ein. Aber da ist natürlich nicht mit zu scherzen. Dann erreicht Ephadaios das Ufer des kleinen Bächleins und kann sich dann rückwärts krabbeln wieder nach oben ans Festland retten. Ja, Verdammtes! auf das erste hin hat Rodrigo sich umgeschaut
kurz gesehen, dass er verdarbeitet ist und wäre dann sozusagen auch in seine Richtung gejoggt zu dem Wassertümpel, um ihm vielleicht beizustehen, wenn es etwas länger dauert. Aber er wird bestimmt noch ein, zwei Kampfrunden brauchen, bis er überhaupt da ist. Ja, Brindisia macht sich auch schon einen Abstieg und versucht dann auch zu Effadaris zu kommen. Was tust du denn da, Bruder, Schwester? Werfe mir mein Effortbot zu! Mistding! Verdammte! Was ist das für eine götterlästige Kreatur hier? Hat es dich gebissen? Ja! Dann komm raus, das müssen wir uns ansehen. Kasim sucht nach wie vor seinen Schuh. Was macht das Ding? Das Ding bleibt auf der Oberfläche, also du kannst nur noch diesen, ja, diesen Panzer sehen, diesen Schildkrötenpanzer und den gelben Hahnkamm, der aus dem Wasser ragt und fast aussieht wie der Rückenkamm einer Seeschlange, auch wenn er einfach viel zu klein ist, aber er erinnert dich sehr, sehr ungut daran. Bleibt Und also irgendwas. erstmal in der Wasseroberfläche stehen. Während du dort immer noch sitzt, liegst oder weiter zurückrobst, kannst du auch bemerken, dass deine Hand und dein Fuß immer noch brennt. Rodrigo scheint dir die Hand zu reichen, als er am Wasser bei dir ankommt. Los komm, ich helfe dir raus. Wir müssen uns das erstmal angucken und danach kannst du dich noch einmal rächen, wenn es wichtig ist. Ja, ich steck dir meine eben verletzte Hand zu. Ah, ja, ich hab ziemlich raus. Ja, ich pack dir ein bisschen mehr Mistding. unter den Arm, dass ich dir sozusagen die Hand nicht zudrücke. Und ja, jetzt komm, ich stütze dich, dann brauchst du nicht auf mit dem Fuß aufzutreten. Der hat dich ja direkt am Fuß erwischt. Oh, Und das brennt auch noch. Oh, hoffentlich ist verdammt. es kein scheiß Gift. Und Rodrigo zieht dich sozusagen mehr oder weniger schon stützend ja, Richtung zum Baumstamm, wo hier Brindigian gerade runterklettert. Wundert mich nicht, dass hier am Wasser keine gefährlichen Tiere waren. Das Ding scheint darauf aufzupassen. Ich hab dich doch vorher schon gewarnt, warum springst du denn trotzdem hinein? Lass mich mal ansehen, wo hat es dich denn erwischt? An der Hand und am Fuß. Ist das giftig oder was? Ja, ein wenig. Naja, Vielleicht. zumindest müssen wir dann die Maraskan-Feder nicht fürchten. Zwinkert dir Emiraji, da sag ich gerade, Emirasabu zu. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein, vielleicht halten sich noch welche in seiner Umgebung auf. Nein, das ist sicherlich sehr unwahrscheinlich. Euer Fuß riecht gut, zumindest vermute ich das. Ich würde aber nicht dran schnuppern, das ist wirklich giftig. Was macht man Was jetzt redet ihr für dagegen? ein Kauderwelsch? Was ist denn jetzt? Was ist das für ein Ding und welches hält es fern? Ich check's nicht. Ein Harnischgürtler. Er hält die Maraskan-Federn ab. Das ist zumindest gut. Das heißt, hier in der Nähe sind keine. Was ist eine Maraskan-Feder? Insekten. Ziemlich, also das ist eigentlich so das ziemlichst gefährlichste, auf was man auf Maraskan ja, sehen kann. Naja, da sind auch noch viele andere Dinge, aber auf meiner persönlichen Skala finde ich die Maraskan-Federn am gefährlichsten. Ah, na gut. Ich verstehe das auch alles nicht. So, was machen wir jetzt gegen das Gift, Brindijan? Ja, Brindisian sieht sich das schon mal an. Ich weiß nicht, also wenn ich hier irgendwie was finde, mit dem ich das direkt so behandeln kann, die Wunde, dann würde ich das natürlich tun. Oder wenn ich irgendwas, ja, dabei habe ich selbst eigentlich nicht viel. Ja, das ist natürlich eine Pflanzenkundeprobe. In Maraskan Erstkunde, wächst kein natürlich. Heilkunde, Gift oder so? Oder erstmal Zum Pflanzenkunde? Behandeln der giftigen Wunde, ja, aber du musst natürlich erstmal die richtigen Pflanzen finden. Und in Maraskan wächst natürlich immer so genau das, was man braucht. Man muss es eben nur finden, das ist das Problem. Zwischen diesen Vielzahlen an Kräutern. Das heißt, es ist erstmal dann die Pflanzenkundeprobe. Du gehst dann irgendwie, ich sag mal, 10, 12, 20 Meter in den Dschungel hinein, kannst dann am Busch irgendwas abreißen, was dir dann da hilft, was erstmal ja dafür sorgt, dass es sich nicht weiter infiziert, dass es sich nicht entzündet. Du weißt natürlich auch, dass in dem Gewässer Unmengen an Krankheiten lauern können. Und das ist dann erstmal vorbeugend, damit er nicht in 2 Tagen an Wundfieber stirbt. Gegen das Gift dieses Harnsträgers ist es vielleicht gar nicht so sehr nützlich, aber zumindest gibt es keine folgenden ja, Probleme mit seinem Fuß. Aber was ist denn jetzt hier mit diesem Prophylaktikum, was ich ja gestern genommen habe? Hilft es nicht? Ja, ich weiß nicht, also so ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ich dachte auch, das wäre eine Schildkröte.
Du hast ihn überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, ich muss ein wenig aufmerksamer werden. Und Rieger schüttelt mal den Kopf und legt die Hand auf Ephedals auf Schulter. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, wenn Meister Brindigian hier sagt, packt das nicht an, sollten wir das nicht anpacken. Ja, ich ja, gute Idee, weiß es natürlich immer besser. Aber ich sehe mir das mal an. Also Brindigian kniet sich... Wo hast du die Wunde? Am Fuß oder an der Hand? Beides. Beides. Beides, okay. Ja, dann guckt er sich beide Wunden an und macht da irgendwie so einen, ja, einen Wickel aus irgendwelchen Pflanzen, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Und das wird auf jeden Fall erstmal die Entzündung stoppen und hoffentlich auch einen Anschwellen verhindern. Wenn es heute Abend nicht besser geworden ist, müssen wir es vielleicht nochmal anders behandeln. Verdammt, würfel mal 3W6, bitte. Gut, dann bekommst du jetzt 6 SP. Du bekommst 6, also deine Klugheit ist für die nächsten 1W6 Stunden um 6 Punkte gesenkt und deine Intuition um 5 Punkte gesenkt. Das heißt, wir brauchen nochmal ein W6 für die Stunden. Das äußert sich einfach dadurch, dass deine Hand schmerzt, du dich nicht wirklich konzentrieren kannst, du weitere Kopfschmerzen bekommst und ein widerliches Ziehen sich von deinen Wunden ausbreitet, den Arm nach oben strahlt, beziehungsweise den Fuß nach oben strahlt. Für 4 Stunden ist deine Klugheit gesenkt, das heißt, bis zur nächsten, ja, bis zum nächsten Erholen auf einem nächsten Baumstamm, wenn ihr wieder weitergezogen seid. Oh, fuck, ey. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Boah, Manu und Rigo, sag mal, ich wollte doch auch vielleicht Informationskampf mit dir lernen. Kann ich den Panzer von dem Ding vielleicht als Schild benutzen? Könntest du bestimmt, wenn man das Ding so umbauen kann. Also ich weiß nicht, ob das stabil genug ist, aber es geht bestimmt. Da er gebeugt geneigt ist auf der Innenseite, glaube ich nicht, dass das gut funktioniert. Währenddessen hat Kasim seinen verbliebenen Schuh gefunden. Der ist ein paar Meter weiter von dem Stamm entfernt in den Urwald gefallen, also einfach runter von der Position, wo er runterlag. Und da liegt er. Ja, Kasim schaut, bevor er irgendwo hintritt, schon mal ganz genau, ob da irgendwas am Boden ist. Der ist so langsam, wird er etwas paranoid. Nimmt dann den Schuh, schüttelt ihn einmal, guckt, ob irgendwas drin ist, so. Ganze Armlänge weg und schüttelt dann, dass alles, was drin ist, möglich rausfällt. Eine fette Vogelspinne, die herausfällt. Hilfe. Macht die Anstalten irgendwie aggressiv gegenüber mir zu sein? Natürlich, also wenn du sie jetzt auf den Boden klatscht, dreht sie sich einmal blitzschnell um und krabbelt ziemlich schnell in deine Richtung. Du kannst natürlich dann nach hinten springen, das ist mit einer Ausweichenprobe drin. Das nach hinten springen, von ihr wegtippeln. Aber ansonsten krabbelt sie ziemlich aggressiv auf dich zu. Jetzt beißt sie jetzt an den kleinen Zeh ab. Wow, Ausweichung 7 daneben. Du stolperst, eine Liane, die genau hinter dir ist, bleibst mit den Hacken hängen und während du dahin knallst, kannst du bemerken, wie irgendetwas an dir hochkrabbelt. Zuerst an deinem Fuß, an deinem Bein. Oh mein Gott, es ist auf der Innenseite deiner Robe. Und dann ein widerlich stechender Schmerz, leicht überhalb deiner Kniescheibe. Okay. Weiteres Krabbeln und es bewegt sich aus deiner Robe heraus. Auch bei dir ein strahlender, stechender Schmerz. Du hast das Gefühl, als ob irgendetwas von deinem Körper fehlt, als ob dir etwas herausgerissen oder gebissen worden ist. Es ist echt schmerzhaft. Ja! Die anderen hören, wie Kasim einmal aufschreit. Und dann ist das Erste, was Kasim macht, Stab zu, also erstmal Robe hoch und also Klamotten hoch und gucken, wie das aussieht. Ja, du hebst die Robe hoch, du kannst sehen, wie etwas aus deinem Bein, aus deinem Oberschenkel herausgebissen worden ist und dort eine tief klaffende Wunde zu sein scheint. Und es blutete stark, es ist stark blutend, die Vogelspinne hat sich wohl wieder verzogen. Du bekommst erstmal 4 SP und eine Wunde im Bein. Und damit ja, kannst du jetzt in dem Gras liegen, dem hohen Farn, was immer noch blutig rot ist, genauso rot wie dein Bein, es schmerzt. Ah! Kasim rumpelt da mal auf die anderen zu. Was ist los?
Da war irgendwas riesiges Spinnenteil. Brigian, kannst du es bitte mal angucken? Und ja, man hilft Kasim, sich hinzusetzen, dass Brigian sich das wirklich anschauen kann, wenn du da sitzt. Und hält sozusagen eine Hand unter deinem Fuß, damit das Bein sozusagen ausgestreckt ist, damit Brigian sich besser anschauen kann und du das Bein nicht ganz in Luft halten musst. Brigian ist gerade noch wahrscheinlich mit der Behandlung von Epadaios beschäftigt. Du hast alle Hände voll zu tun. Mach das da schnell fertig und wendet sich dann Kasim zu. Was ist denn passiert, Bruder Schwester? Ihr solltet nicht alleine hier durch die Gegend laufen. Wie ein Kindergarten. Könnte gefährlich sein. Eine Spinne. Die war in meinem Schuh. Was für eine? Wie genau sah die Spinne aus, Frosty? Groß, schwarz, haarig. Ungefähr so groß wie deine Hand. Ja, das gibt man so weiter. Groß, schwarz, haarig, Hand groß. Könnte eine Tarantel gewesen sein. Lass mich mal sehen, ist die Wunde schlimm? Und reduziert die Streitaxt, muss das Bein ab. Dann schaut er sozusagen zu Kasim. Das ist kein Problem, das Bein machen wir ab. Selbst wenn das Bein ab muss, werdet ihr es jetzt nicht auf der Stelle abhacken. Rodrigo zwinkert Jalan zu, steckt die Axt wieder weg. Ach, komm schon. Potro steht neben dir, aber wenn's giftig ist und das nach oben ausbreitet, am besten schnell. Dann muss er es abhacken. Wenn man eine Magie aus Maras kann, das kann man Gifte magisch behandeln. Hoffe ich. Guck mal auf Brindidlian. Ja, ich untersuche gerade mal, ob das notwendig ist oder ob das einfach nur schmerzhaft ist. Ja, dir ist natürlich bekannt, wie eben oben auf dem Baum schon gesagt, dass die Taranteln oder Vogelspinnen selbst nicht giftig sind, sondern die nur unglaublich fies zubeißen können. Und ja, das wird wohl nie wieder zuwachsen. Da wird eine fette Narbe zurückbleiben und ein Loch in seinem Oberschenkel zurückbleiben. Das wird er nie vergessen. Das Bein muss aber nicht abgeschlagen werden. Hast Glück gehabt, Kasim. Das verheilt von selbst. Wirst du noch was davon sehen, aber es ist nicht giftig. Wie lange dauert es, bis das verheilt? Na, das kommt darauf an. Aktuell glaube ich, solange wir hier in diesem Dschungel sind, verheilt ja gar nichts richtig. Ja, genau, das meine ich. Beinwunde ist was für ein Wundmodifikator? Kannst du einfach bei Fantasy Grounds ankreuzen. Müsste, glaube ich, eine. Schauen wir mal nach. ATPAFK-Modifikator. Nein, ich meine HKW-Modifikator deshalb. Achso, weiß ich nicht, wie Heilkunde Wunden da schwer das. Bin ich immer Anzahl der Wunden mal 2? Nein. Nein? Nein, das. Ich schaue es gerade nach. Nur wenn du es nicht mit Trefferzonen spielst. Plus 3. Erste Beinwunde oder Armwunde. Warte kurz. Wo trage ich die Wunden nochmal ein? Unter Kampf. Kampfrüstung. Okay. Also die Kreise bei dem Bein kannst du einen Haken reinmachen. Ah, okay, ja. Dann ausholt sich derweil seine Schuhe wieder und Dünar, bist du noch oben auf dem Baum? Ich brauch mein Effortbar. Steh direkt neben dir, du Idiot. Ich hab dich gar nicht. Kann mir jemand meinen Effortbar runterwerfen? Spitze voraus einfach, aber nicht. Ich hab ihn nicht in der Hand. Was ist denn mit dir los? Perfekt, Dünar, du bist mein. Hier hast du auch mein Netz. Mein Rucksack. Was ist denn mit dir? Wir jagen mir jetzt einen Schildkröten, einen Panzer. Ich baue mir ein Schild. Du meinst das Ding, was sich eben angegriffen hat? Allerdings. Daraus nimmt in die eine Hand sein Effortbart und in den anderen sein kleines Fischernetz und wird sich jetzt wieder dem diesem kleinen Teich nähern. Badaios, braucht ihr Hilfe? Ja. Du wolltest doch was zu essen. Jetzt holen wir uns was. Bruder, Schwester, Ephadaios, du kannst die nicht essen, die sind giftig. Brindidlian. Ja? Ist es nötig, das magisch zu heilen? Wenn es sich behindert, dann wäre das vielleicht das Beste. Es tut scheiße weh. Es ist es ist am Bein da, wo tendenziell viel Dreck dran kommt. Ich werde einen Spruch sprechen, damit es heilt. Aber wo hast du denn die Spinne gefunden? Wie konnte das denn passieren, dass sie dorthin kommt? Ja, sie war in meinem Schuh. In deinem Schuh? Hast du ihn kontrolliert? Da hat sie vielleicht Eier dort hineingelegt? Ich will unbedingt kontrollieren.
Kasim guckt auf den Schuh, den er immer noch in der Hand hält, und guckt da mal rein. Du kannst, ja, sowas wie Netze. Normalerweise spinnen doch Netze. Nö, zumindest nicht. Also nicht auf den ersten Blick. Ist dunkel in deinem Schuh. Ich hätte den Schuh nicht angezogen. Er legt ihn mal neben sich. Ah, ist das eine Scheiße. Soll ich den Schuh mit Wasser ausspülen? Ich habe noch Wasser in meinem hier, Trinkbeutel und das Leder löst sich. Zu trinken ist es nicht mehr geeignet, aber zum Schuh ausspülen, super. Er reicht dir so einen Trink, seinen Wasserschlauch rüber. Und Rico reicht dir seinen Wasserschlauch Wäre rüber. das gut, Brendit Lern? Ja, das würde gehen. Spült es nur Sehr nicht gut. mit Wasser aus diesem Teich aus. Könnte Hervorragend. ebenso irgendwas drin sein. Dann spült Kasim das mit dem Wasser aus. Mit dem ungefährlichen Wasser. Ja, meinst du sie aus diesen. Aus diesen hier Bambusrohren. Das ist eigentlich trinkbar, aber naja, irgendwie löst dieses Leder in meinem blöden Trinkschlauch. Ich muss den nämlich wegschmeißen. Ich glaube, ich habe einen kaputten gekauft. Ich dachte, die wären behandelt, die wir genommen haben. Ich habe meinen von damals noch. Ah. Also ich hab jetzt keinen hier in Bora neu gekauft. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Er ist Also bestimmt meiner schon zu verwendet alt, hier aber. oben auch schon aus. Deiner auch? Na ja, gut. Ich Was glaube, ist er denn das wird hier für schmecken. ein scheiß Kindergarten? Mal schauen, wer spult denn da, der 2U wieder? Vibor, natürlich, er will los. Ja, dann geht Rodrigo mal auf ihn zu. Vibor, wir haben momentan noch Verletzte, die versorgt werden müssen. Gebt uns bitte noch ein paar Minuten. Was macht Ephadaios da? Hat sich sein Sich sein Dreizack Dreizack? gegriffen. Der will jetzt in diesen scheiß Tümpel springen und diese Schildkröte aufspießen? Ist das sein Ja, scheiß Ernst? das ist sein scheiß Ernst. Vielleicht sagt ihm nochmal Bescheid, dass ihr das nicht wollt, oder soll ich das tun? Ephadaios! Einen Moment! Ich fange mir gleich ein Schild. Ein Seemonster! Wie wir uns hier deine Pistole. Man hat auch je Zeug gesteigert bekommen! Ephadaios! Ich schieß auf Geweihte, verdammt! Ich trete auf ihn zu. Oh, jetzt geht's los. Die Hand am Schwertgriff schon, wenn ihr es wagt. Ich sage euch, ich schlage sie euch ab. Lass mir bloß die Emi in Ruhe. Ich hab sie ganz gern. Was? Kasim Eingeweihte. guckt Rodrigo an. Rodrigo, geht mal so einen Schritt zurück. Ah, ich glaube, das geht nicht gut. Frosch. Hör mir mal genau zu, wenn ich ihn jetzt nicht erschieße, sondern er da reinspringt und am Gift stirbt, dann hast du ihn auf dem Gewissen. Jetzt hört ihr mir mal gut zu. Er ist ein Gewalter der Götter und ihr werdet ihm den nötigen Respekt erweisen. Er steckt die Pistole wieder weg. Nimm die Hand vom Schwertgriff und trete zurück. Er reibt sich einmal über seinen Oberarm und kannst sehen, wie sich da wohl irgendeine Beule oder sowas gebildet hat. Und dann schaut er mit einem höhnischen Blick in Richtung von Ephadaios, der gerade in das Wasser steigt. Er geht am Pool entlang, sodass er in 5 Meter Reichweite von dieser Schildkröte kommt, schließt seinen Effortbart, verkehrt darum in den Boden und guckt, also nimmt dann sein Fischernetz, wickelt das um seine Hände, dass er gleich das über den Kopf schwingen kann und guckt, was diese Schildkröte macht. Wer begleitet immer Frosty? Potro oder was? Ne, Moment, ich muss gerade überlegen. Dynar hatte den Speer angereicht, aber der guckt da auch erstmal zu. Also wenn er jetzt Hilfe braucht, dann würde vielleicht irgendjemand helfen. Aber ansonsten gucken die ihm erstmal zu, wie er da ziemlich. Ja, er klingt auch ein bisschen anders. Er klingt gerade ein bisschen dumm, kann man fast sagen. Gucken die ihm erstmal zu, wie er da jetzt alleine den Kampf gegen dieses Monster aufnehmen will. Ich lasse im Hintergrund Myriam mal die Bögen aufspannen, nur so für den Fall. Ich glaube, die allweise Herrin hat ihn verlassen. Er Der ist in seinem Myria macht sich Element, er wird gerade schon daran, wissen, was er da den tut. Bogen zu spannen. Ephadaios ist da immer noch in der Ufernähe. Und dann kann Yalan sehen, wie es einmal blinkt. Und Myriam mal schreit Scheiße. Tut mir leid, Herr, das war eine Bogensehne. Das Wetter hier macht die alle kaputt, Jana. Sie nimmt eine zweite heraus und versucht sie wieder einzufädeln, Nein, aufzuspannen. lass das. Verzeiht, ich habe eigentlich nicht so viel Druck aufgespannt. Also ich weiß ja eigentlich, wie das geht. Ich mache das ja fast tagtäglich, aber das ist mir auch noch nicht passiert. Vermutlich die Das ist das Feuchtigkeit. Wetter. Vermutlich die Feuchtigkeit. Spar die Sehnen, die wir noch haben, auf für den Fall, dass wir sie wirklich brauchen.
Und was machen wir jetzt mit Ihro Gnaden? Wir nehmen uns einen langen Spieß, gehen zu ihm und hoffen, dass er sich nicht beißen lässt. Was macht das Viech denn jetzt? Bewegt sich das überhaupt? Das bewegt sich nicht. Das bleibt weiter träge, wie so ein Stein schwimmt auf der Oberfläche und treibt umher. Mhm. Welche Größenkategorie hat das? Ich muss gerade mal gucken. Der Harnischträger. Müsste Mittel sein. So wie Mensch eigentlich. Also das Ding ist zumindest schon mal alt. Größe 3 bis 8 Spann. Also bei dem, was du ausgewürfelt hast, wirst du 7 Spann haben. Aber 1,40 Meter. Genau, und wiegt, das kannst du abschätzen, so irgendwie um die 140, vielleicht 150 Kilo. Also menschengroß in dem Sinne. Genau. Das Ding ist menschengroß. Sieht, ja, ziemlich gut gepanzert aus mit dem, ja, es ist ja Schildkröten ähnlich und wenn es sich da zurückzieht, dann kann das echt sein, dass du da tagelang drauf rumknacken kannst. Gut, wenn du da irgendwas reinsteckst in den Panzer, dann würde das vielleicht schneller gehen, aber... Okay, ich schwinge das, das Wurfseil über meinen Kopf. Ich lasse mir Zeit beim Zielen, das Ding bewegt sich ja nicht. Die Probe ist jetzt um 8 erschwert für Wurfnetz. Und weil es durch länger Zielen, weil es stillsteht, ist es nochmal um 6 erleichtert, also um 2 erschwert gesamt. Ja, menschengroß. Genau. Und wenn ich jetzt treffe, ist es gefesselt. Check. Ja, beschreib doch mal, was passiert. Einfach daraus schwingt über seinen Kopf das eigentlich für Fische gedachte Wurfnetz, wirft es dann aber auf dieses schildkrötenartige Wesen. Das Netz breitet sich wunderschön über dem Panzer, über dem Kopf des Wesens aus. Und ja, das Netz sinkt leicht ins Wasser. Das Ding, ich weiß nicht, wie beeindruckt es ist. Wenn es an der Stelle bleiben möchte, dann kann es da bleiben. Erst wenn es sich fortbewegen möchte, wird es problematisch. Es bleibt erstmal ganz ruhig auf der Stelle, wo es ist.